Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren. Das sind jetzt vielleicht nicht die populärsten Spiele, bis auf Deutschland gegen Peru, was ja nur ein Testspiel ist. Aber ich dachte, die anderen Nationen haben vielleicht auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit verdient. Bedenkt, ich bin kein Top-Kommentator. Außerdem sind mir die Spieler von Ungarn und Griechenland beispielsweise nicht so geläufig. Das heißt, Sprachfehler oder so sind immer mal möglich. Aber jetzt viel Spaß mit dem ersten Spiel. Los geht's. In Schweden war die türkische Nationalmannschaft zu Gast und am zweiten Spieltag der Nations League sollte es wieder spannend werden. Die Türkei begann hier gut, das ist Sena eben von Çalhanoğlu, den Ball bekommt. Die Flanke auf dem zweiten Pfosten, steht Güler völlig frei und macht das frühe 1:0 für die Gäste. Fünfte Spielminute, der perfekte Start für eben die Gäste. Dann kam Schweden nach einer Viertelstunde auch nach vorne. Claesson über die linke Seite, hat viel Platz, bringt den Ball rein und Markus Berg ist völlig alleine gelassen. 18. Spielminute, der Ausgleich war geschaffen. Es war eine turbulente Partie, die in beide Richtungen viel zu bieten hatte. Und vor der Pause nochmal die Türken. Auf der rechten Seite ist das Cengiz Ünder, der den Ball in die Mitte trägt und da fehlt dann ganz wenig. Letztendlich der Mann aus der Serie A hier mit einem wunderbaren Abschluss. Da fehlte wirklich letztendlich nicht sonderlich viel. Im zweiten Durchgang wurden dann die Schweden wieder wacher. Kiese Thelin auf Markus Berg und der mit dem Doppelpack. Was für ein Hammer packt er da aus knapp 16 Metern. Hat er Glück, dass der Ball noch gegen den Pfosten prallt. Da ist nicht zu halten und so führten die Schweden kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit mit 2:1. Doch die Türkei wollte direkt ausgleichen. Granqvist war aber dazwischen und verhinderte Schlimmeres. Es war nach wie vor eine unterhaltsame, eine gute Partie von beiden Mannschaften. Der anschließende Eckstoß von der linken Seite und auch der wurde gefährlich. Torschütze vorm 1:0. Güler ist das, der Pech hat, dass auf der Linie noch geklärt werden konnte. 20 Minuten noch zu gehen. Die Schweden auch wieder nach vorne aktiv. Emil Forsberg, der Mann von den Roten Bullen aus Deutschland. Aber hier scheitert er noch am herausragenden Keeper, der in der kurzen Ecke zur Stelle ist. 5 Minuten vor dem Ende gab es dann aber die letztendliche Entscheidung. Claesson mit dem 3:1. Und damit war ganz klar gesteckt, wer hier gewinnen sollte. Und in der Nachspielzeit gab es nochmal einen Freistoß aus dem Halbfeld. Forsberg, Kiese Thelin nimmt den super an mit der Brust und hämmert ihn dann rein. Letztendlich deutlich zu hoch dieser Endstand. Türkei hätte auch sicherlich einen Punkt verdient gehabt, aber so kriegen sie hier mit 4:1 relativ deutlich eine Klatsche ab. Im isländischen Reykjavik waren die Belgier zu Gast und diese Topstars waren logischerweise in der Favoritenrolle, doch dass mit Island nicht zu spaßen ist, das zeigen sie hier von Beginn an. Sigurdarson ist das, der den Ball lange treiben kann, in den Ball auf Kjartson spielt, aber letztendlich ist derjenige ein wenig zu weit nach vorne gerückt, stand im Abseits mit dem Fuß drin, alles richtig gesehen. Der Ball hätte letztendlich, auch wenn er drin gewesen wäre, nicht gezählt. Auf der anderen Seite gab es dann Handelfmeter, sehr unglückliche Aktion, die Hand war dran, aber ob das ein Elfmeter war, sei mal dahingestellt. Hazard nahm sich der Sache an und in der 12. Spielminute machte Eden Hazard das 1:0 für die Gäste. Die erste Möglichkeit bis dato für die Gäste, aber dementsprechend besser kamen sie dann nach dem 1:0 ins Rollen. Halldorsson in der 22. Spielminute aber mit einer Klasse tat. Das 2:0 sollte also noch nicht her. Vor der Pause nochmal die Belgier. Axel Witzel auf die Hand von Halldorsson. Klasse Parade in der 44. Minute. Somit hielt er für den zweiten Durchgang alles offen. Klasse Reaktion, aber von Witzel auch nicht der platzierteste Schuss. Kurz vor der 50. Spielminute dann diese Aktion an die Latte. Da war dann wirklich auch letztendlich etwas Pech dabei. Im Anschluss die Möglichkeit für Belgien auf 2:0 zu erhöhen. Meunier, Lukaku, aber weit rechts vorbei. Dann flachte die Partie in der Folge noch wenig mehr ab. Letztendlich war es eine Viertelstunde vor dem Ende dann wieder Belgien mit einer besseren Möglichkeit. Meunier. Aber Halldorsson ist da, wird auch mehr oder weniger wieder angeschossen. Es war nicht mehr viel drin im zweiten Durchgang.
weil Belgien nicht mehr viel nach vorne brachte und Island vorne verzweifelte. 5 Minuten vor dem Ende, Kjartason nochmal auf Bjarnason. Die Flanke kommt aber nicht an, ein wenig sinnbildlich für den zweiten Durchgang. Sie probierten es, aber waren im Großen und Ganzen zu glücklos. Und so gab es durch Lukaku in der 89. Spielminute die Entscheidung. Belgien entführt 2:0 den Sieg, die 3 Punkte aber auch verdient letztendlich aus Island mit in die Heimat. Ungarn gegen Griechenland, eine vielleicht nicht so auffällige Partie, aber auf dem Papier sieht man dann doch letztendlich einige bekannte Namen. Unter anderem hier Laszlo Kleinheisler, mal bei Bremen unter Vertrag gewesen. Hier ist es aber der erste Schuss aufs Tor von Patkai, der direkt das erste Tor besorgen konnte. 5. Spielminute, die Ungarn lieferten überragend in Budapest erstmal ab zu Beginn der Partie. Dann wachten aber auch die Griechen auf und der Ausgleich von Pelkas in der 25. Minute. Gute Partie, hier ist für Peter Gulaschi im Tor der Ungarn nichts zu halten. Halbe Stunde gespielt. Fortunis testet diesmal Gulaschi, der sich jetzt auch mal auszeichnen kann. Schöne Parade, ist schnell genug unten und verhindert das 1:2. Wenig später gab es dann aber Strafstoß. Klares Foul hier an Mitroglou, der sich der Sache selber annahm. Und aus 11 Metern gegen Peter Gulaschi erstmal scheiterte. Der Nachschuss war dann aber drin. 38. Minute. Griechenland hatte die Partie gedreht und das war auch verdient. Ungarn kam nach dem 1:0 nur seltenst nach vorne, sodass Griechenland die Möglichkeiten hatte, die Partie eben zu drehen. Und vor der Pause nochmal die Möglichkeit und Lazaros mit dem 3:1. Was für eine Partie. 3:1 also schon zur Halbzeit und eine Riesenaufgabe für Ungarn im zweiten Durchgang. Fortunis steckte dann auf Anastasios Donis durch, der in der 51. Spielminute, aber an seinem Bundesliga-Konkurrenten scheiterte. Klasse Tat mal wieder von Gulaschi. Die Ungarn melden sich dann auch mal wieder nach vorne. Adam Scholloy ist das letztendlich auch mit dem Abschluss, aber kein Problem für Karneses, diesen Ball wieder aufzufangen. Kurz vor dem Ende gab es die Möglichkeit zur Entscheidung und die fiel dann auch. 4:1 letztendlich, zu hoch dieser Sieg für die Griechen. Sie waren über die 90 Minuten die klar bessere Mannschaft. Doch 3 Tore Unterschied wurden den Ungarn im Endeffekt nicht ganz gerecht. Deutschland konnte sich beim 0:0 gegen Frankreich sicherlich einiges Positives herausziehen. Letztendlich war es aber nicht mehr als ein kleiner Hoffnungsschimmer. Hier gab es nach 4 Minuten gegen Peru den ersten Treffer und was für ein Toni Kroos. Das, was man noch vermisst hatte am Donnerstag, gab es hier bereits nach 4 Minuten das erste Mal, nämlich Tore. Und dann nach 13 Minuten sogar das zweite. Marco Reus steht nach einem Eckstoß genau richtig und drischt den Ball einfach nur noch über die leere Linie. Peru wusste erst nicht so recht, wie ihn geschieht, kam dann aber nach 18 Minuten durch ihren Mittelstürmer Ruidas zur ersten Möglichkeit, der aber weit über den Kasten hinwegging. Auf der anderen Seite waren es die Deutschen, die etwas besser und kühler im Abschluss waren. Reus bedient Müller, der völlig frei steht. Auf der linken Abwehrseite der Peruaner war niemand zu finden und letztendlich keine Chance für Galese. Wir springen in den zweiten Durchgang. Jefferson Fafan testet Ter Stegen und Marc-André Ter Stegen, der dieses Mal statt Neuer im Kasten stehen durfte, zeichnete sich aus mit dieser schönen Reaktion. Der hätte sicherlich unterm Dach eingeschlagen. Hier zeigt er aber, was er kann. Stund jetzt gespielt, die Riesenmöglichkeit für Müller zu erhöhen. Galisse dazwischen, Gündogan dann im Aluminiumpech. Es hätte durchaus noch höher stehen können, aber weiterhin 3:0. Viertelstunde vor dem Ende, Leroy Sané mit der Ablage, Marco Reus, aber scheiterte dann auch nochmal am peruanischen Keeper, der sicherlich der Beste war bei den Gästen am heutigen Sonntagabend. Hochverdient dieses 3:0 für Deutschland, die damit auch wieder Hoffnung und Kraft tanken konnten. Letztendlich wird es die nächste wirkliche Generalprobe aber in der nächsten Runde der Nations League dann gegen die Niederlande geben. Jo, das war die Prognose zu einigen Partien der Nations League plus dem Freundschaftsspiel von Deutschland gegen Peru. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall interessieren. Wir sehen uns in der
ja, kommenden Woche oder in den nächsten Tagen auf jeden Fall mit neuen Videos zur Bundesliga, zur zweiten Liga und so weiter und so fort. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und einen Daumen freuen. Ihr könnt sicherlich auch schon langsam ein Lied davon singen. Aber naja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und ciao.